Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, heute mal Exkinkitione, das heißt den Alien-Modus, den ich heute mal spielen werde auf der PS3. Moin Moin, genau. Was du das, der mir immer Mio Mio anschrieb? Okay, ja, ich habe heute wieder ein kleines infiziertes Ghost-Commentary für euch vorbereitet. Ich dachte einfach mal, das wird einfach mal Zeit, über ein Thema zu sprechen, was eigentlich viele interessieren tut. Und zwar, es sind die Camper. Die Camper, genau. Und es gibt ja wirklich einen wirklichen Hass auf Camper, weil viele, viele Leute hassen Camper. Aber ich wollte einfach mal fragen, warum ist das so? Warum hassen so viele Leute Camper? Ich meine, das sind ja irgendwie keine bösen Menschen oder so. Das sind ja einfach nur Leute, die den Spielvorteil nutzen oder für sich nutzen, um zu überleben. So, natürlich gibt es jetzt auch Leute, die dagegen argumentieren und sagen, hey, ja, das ist doch irgendwie ungerecht gegen die anderen Spieler, die ordentlich spielen. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Ich meine, damals im Krieg in Afghanistan gab es ja eine ganze Spezialeinheit von Sniperschützen. Richtige Menschen, richtige Soldaten. Und die haben die ganze Zeit die Lage erkundschaftet, also sozusagen gekämpft. Das kann man ja wirklich so sagen. So, diese Viecher lassen sich immer sehr schwer töten. Und jetzt möchte ich einfach mal von euch wissen, was ihr von diesen ganzen Camper haltet. Wie findet ihr die Camper? Nerven die euch? Nerven die euch? Also mich nerven die Camper nicht. Weil ich weiß erstmal, wo die Camper sich verpissen. Und wenn mich so ein Camper mal erwischt, irgendwie durch Zufall, ja, was soll ich dazu sagen? Dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Es gibt ja wirklich Idioten, die laufen da hin, obwohl der Camper sich immer dort verschanzt. Da werden die immer wieder getötet und regen sich immer über die Camper auf. Mein Gott, wenn man sich ein bisschen mit Call of Duty beschäftigt, dann weiß man auch, wo die Camper sich befinden. So. Also, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir die Propangasflasche transportieren. Oh, das sieht gut aus. Genau. Also, wie schon gesagt, ich habe nichts gegen Camper. Es sind ganz, ganz, ganz normale Leute, wie du und ich. Und jeder nutzt irgendwie Spielvorteile aus. Zum Beispiel in MW2 nutzen wir die Sniper oder so. Suchen uns eine Position und snipen die Leute weg. Ist nichts anderes als campen. Da muss mir keiner was sagen. So. Und in Ghost, es liegt nicht an den Campern, es liegt an den Spieleentwicklern, das muss ich hier wirklich nochmal sagen. Es liegt an den Spieleentwicklern, die Call of Duty viel zu klein gestaltet haben. Es ist viel, viel zu klein und auf so einer kleinen Map, ja, das verleitet ja eigentlich schon was dazu zu campen. Das ist jetzt meine Meinung. So, die Tiere lassen sich echt sehr, sehr schwer töten, aber sie lassen sich töten, sie lassen sich töten. Wo soll ich jetzt hin? Ah, komm her. Genau. Ja, das war eigentlich mein Video über Camper. Finde ich eigentlich ganz coole Leute, die mich eigentlich so jetzt nicht negativ stören, sondern es sind ja eher eigentlich die anderen. Zum Beispiel diese Troller. Die Troller, ich bezeichne die mal als Troller. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Spiel spiele, ab und zu spiele ich auch mal Suchen und Zerstören und mir hinterher ein YouTuber läuft namens KunaisVex, der mir die ganze Zeit Schüsse verpasst, damit die Gegner mich schön finden, das finde ich deutlich schlimmer. Oder zum Beispiel die Hacker, die hier irgendwie, ja, irgendwie hacken, ihren Gamertag irgendwie so farbig machen, das ist doch ein bisschen schlimmer, finde ich. Aber, nein, wir sind keine Hacker von Libanon und Elite. Es wird immer wieder gesagt, Libanon und Elite, ihr hackt, ihr habt einen grünen Clan-Tag. Nein, 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 das ist das Special-Clan-Tag. Der Profi-Clan-Tag. Das haben nur Profi-Clans haben so einen grünen Clan-Tag. Wegen dem sind wir grün. Hat nichts mit Hacken zu tun. Ja, ich bin trotzdem nicht unbesiegbar und unsterblich und bin trotzdem noch, gammel immer noch mit meiner schlechten KD rum. Ich habe eine sehr schlechte KD, das muss ich wirklich mal sagen. Ich bin ein wirklich sehr schlechter Spieler, ganz ehrlich. Jedes zweite Spiel verlasse ich grundsätzlich. Könnt ihr gerne mal sehen. Ich habe, glaube ich, gerade mal 20 Siege oder so. Und 500 Kills und, glaube ich, 30.000 Mal gestorben oder so. Jo, das war's eigentlich. Let's play Ghost. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom.